München ansässige Gigaset ist im Bereich der Kommunikationstechnologien tätig. Das Unternehmen ist ein Small Cap und notiert im Prime Standard der Börse Frankfurt. Wir sprachen im Interview mit Herrn Dörr über die Geschäftsfelder und Wachstumstreiber. Gigaset steht für technisch exzellente Kommunikationslösungen in Europa. Sie alle kennen unsere Schnurlostelefonlösung. Wir sind in 50% der Haushalte in Deutschland vertreten und Marktführer in Europa. Wir haben uns aber weiterentwickelt dahin, dass wir auch im Business Customer, also in dem Bereich für kleine und mittlere Unternehmen, sehr gute Lösungen anbieten und sind dort sehr dynamisch im Wachstum. In den letzten Jahren haben wir im Smart Home Bereich eine Lösung aufgebaut, in der Sie auf dem Smartphone sehen können, ob zu Hause jemand einbricht und dann einen Alarm bekommen. Ganz neu im Angebot, das Smartphone im niedrigen Preissegment. Gigaset macht in Summe 300 Millionen Euro Umsatz und wir haben 1000 Mitarbeiter. Davon im Schnurlostelefon 240 Millionen Umsatz, im Bereich Business Customer 50 Millionen, das entwickelt sich sehr dynamisch. Der Bereich Smart Home hat 3 Millionen Umsatz und da erwarten wir auch noch ein sehr starkes Wachstum. Im Smartphone-Bereich beginnen wir gerade erst. Der Bereich Schnurlostelefone ist in den letzten 5 Jahren stark zurückgegangen. Insofern war ein Konzernumbau zwingend notwendig. Das war ein schmerzhafter Prozess. Wir mussten uns hier von der ganzen Reihe von Mitarbeitern verabschieden. Allerdings haben wir durch diesen Umbau die strategische Möglichkeit, wirklich wieder in die Zukunft zu gehen, weil wir die Kosten in erheblichem Umfang reduziert haben. Und deswegen auch im Jahr 2016 erstmalig seit vielen Jahren einen Gewinn erwirtschaften. Das wird sich fortsetzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entsprechend Cash zur Verfügung zu haben und damit positiv in die Zukunft blicken zu können. Gigaset ist erfreulicherweise auch sehr bekannt im Bereich der jungen Kunden. Insofern bot es sich an, in diesem Bereich auch Produkte anzubieten. Seit Dezember 2016 bieten wir jetzt ein Produkt für 150 Euro an. Wir werden diese Produktlinie ausbauen, sodass wir eine ganze Reihe an Produkten anbieten werden in dem Preissegment zwischen 100 und 250 Euro. Dieser Markt ist sehr interessant, weil sehr viele Leute bereit sind, auch mal was Neues auszuprobieren und wir hier auf technische Exzellenz mit dem Qualitätsversprechen von Gigaset setzen. Und wir sind sehr positiv, dass wir hier erfolgreich sein werden. Gigaset hat mit dem Konzernumbau die Möglichkeit, jetzt in erheblichem Umfang auch in neue Geschäftsfelder zu investieren. Da sehen wir eigentlich in allen unseren 4 angestammten Geschäftsfeldern gute Möglichkeiten. Im Consumer-Bereich haben wir europaweit die Situation, dass die Telefonkunden umsteigen von analogem Anschluss hin zu internetbasierten Anschluss. In Deutschland ist das schon relativ weit verbreitet. In Europa ist da aber noch erheblicher Nachholbedarf. Insofern werden wir hier Produkte anbieten können. Im Business-Customer-Bereich sind wir derzeit noch mit einem sehr kleinen Marktanteil unterwegs, haben aber sehr gute Produkte und glauben deswegen, dass wir da auch gut wachsen können. Der Smart-Home-Bereich ist ja insgesamt noch sehr klein. Unsere Lösung ist technisch exzellent und wir werden hier gut Chancen wahrnehmen können. Smartphone, wir werden es sehen, aber es sieht eigentlich sehr gut aus.